Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr alle 6 besonderen Pferde in Zelda Tears of the Kingdom erhalten könnt. Das dürft ihr nicht verpassen. Helft mir, die 100.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal zu knacken. Direkt zum Start noch eine kurze Info. Von den 6 besonderen Pferden gibt es 2, die ihr bereits in Breath of the Wild erhalten konntet. Habt ihr eines oder beide Pferde bereits in Breath of the Wild erhalten und wurde euer Stall mit euren Pferden von Breath of the Wild auf Tears of the Kingdom übertragen, könnt ihr diese 2 Pferde in Tears of the Kingdom nicht erneut finden. Sobald ich euch zeige, wo ihr die Pferde finden könnt, werde ich es aber erneut erwähnen. Also starten wir mit dem einzig wahren Pferd, und zwar Epona. Die echte Epona könnt ihr wie schon in Breath of the Wild nur per Amiibo freischalten. Leider könnt ihr Epona also auch in Tears of the Kingdom nicht finden. Habt ihr entweder die Link Twilight Princess oder die Link Nummer 5 Super Smash Bros. Amiibo, dann erhaltet ihr direkt beim ersten Mal scannen zu 100% Epona. Vergesst aber nicht, Epona direkt an einem Stall zu registrieren. Die Werte von Epona sind 4 Stärke, 4 Tempo, 4 Ausdauer, keine Zugkraft und ein ruhiges Temperament. Bei Epona könnt ihr keinen alternativen Sattel oder ein Zaumzeug ausrüsten. Auch lässt sich die Mähne von Epona nicht ändern. So, kommen wir jetzt zu Zeldas Pferd. Zeldas Pferd konntet ihr bereits in Breath of the Wild erhalten. Habt ihr also Zeldas Pferd bereits in eurem Stall in Tears of the Kingdom, dann findet ihr es nicht erneut. Ihr findet Zeldas Pferd in Akala, nördlich des Totenkopfteichs. Springt am besten vom nahen Felsen mit eurem Gleiter ab und landet direkt auf dem Pferd. Zeldas Pferd lässt sich auch schon mit nur einem Ausdauerring zähmen. Habt ihr Zeldas Pferd gezähmt, dann reitet mit ihm zum nächstgelegenen Stall Richtung Südosten zum Stall von Ost Akala. Ich zeige euch hier im Gameplay auch schnell den Weg zum Stall. Beim Stall registriert ihr dann noch Zeldas Pferd. Ich hatte Zeldas Pferd damals in Breath of the Wild Nele genannt. Ich dachte, das wäre der offizielle Name, aber aktuell finde ich leider keinen Namen für das Pferd, von daher nennt es wie ihr wollt. Die Werte von Zeldas Pferd sind 4 Stärke, 3 Tempo, 5 Ausdauer, 3 Zugkraft und ein ungestümes Temperament. Bei Zeldas Pferd könnt ihr einen alternativen Sattel oder ein Zaumzeug ausrüsten. Auch lässt sich die Mähne von Zeldas Pferd ändern. So, kommen wir jetzt zu Ganondorfs Riesenpferd. Ganondorfs Riesenpferd konntet ihr bereits in Breath of the Wild erhalten. Habt ihr also Ganondorfs Pferd bereits in eurem Stall in Tears of the Kingdom, dann findet ihr es nicht erneut. Ihr findet Ganondorfs Riesenpferd in der Kluda beim Hateno-Strand. Geht oder teleportiert euch am besten zum Hateno-Institut. Von dort aus könnt ihr direkt zum Pferd gleiten. Ganondorfs Pferd ist wie gesagt unfassbar riesig. Dementsprechend braucht ihr auch mindestens 2 Ausdauerringe oder Ausdauergerichte, um es zu zähmen. Ist Ganondorfs Riesenpferd gezähmt, dann habt ihr einen ziemlich langen Weg zum nächsten Stall vor euch. Denn ihr müsst wieder zurück nach Hateno und dann komplett durch Nekluda an der Hateno-Festung vorbei und zum Stall der Zwillingsberge. Ich zeige euch hier im Gameplay auch schnell den Weg zum Stall. Beim Stall registriert dann noch Ganondorfs Riesenpferd. Die Werte von Ganondorfs Riesenpferd sind 5 Stärke, 2 Tempo, keine Ausdauer, keine Zugkraft und ein ungestümes Temperament. Bei Ganondorfs Riesenpferd könnt ihr übrigens ebenfalls keinen alternativen Sattel oder ein Zaumzeug ausrüsten. Auch lässt sich die Mähne des Riesenpferdes nicht ändern. Kommen wir jetzt zum ersten neuen Pferd, und zwar dem Riesenschimmel.
Ihr findet den Riesenschimmel in Feron beim ursprünglichen Standort des Pferdegottes in Breath of the Wild. Seid ihr beim Riesenschimmel angekommen, dann lauft einfach zum Pferd und steigt auf. Der Riesenschimmel ist nicht sonderlich scheu und läuft euch also nicht so schnell weg. Mit zwei Ausdauerringen ist der Riesenschimmel dann auch schon gezähmt. Habt ihr den Riesenschimmel gezähmt, dann reitet mit ihm zum nächstgelegenen Stall, also einfach den Pfad entlang zum Stall der Hochebene. Ich zeige euch hier im Gameplay auch schnell den Weg zum Stall. Reitet ihr zurück, dann könnt ihr auch ruhig mit den zwei Leuten am Wegesrand sprechen. Die sind nämlich ebenfalls auf der Suche nach dem Pferdegott. Beim Stall registriert ihr dann noch den Riesenschimmel. Die Werte des Riesenschimmels sind 5 Stärke, 2 Tempo, keine Ausdauer, keine Zugkraft und ein ungestümes Temperament. Auch beim Riesenschimmel könnt ihr keinen alternativen Sattel oder ein Zaumzeug ausrüsten. Auch lässt sich die Mähne des Riesenschimmels nicht ändern. So, kommen wir jetzt zum nächsten neuen Pferd, und zwar Zeldas goldenes Pferd. Damit ihr das goldene Pferd von Zelda finden könnt, müsst ihr bereits in Hebrae beim Kleeblattkurier mit Gletis gesprochen haben. Habt ihr mit Gletis gesprochen, dann geht jetzt nach Hebrae zum Stall des Schneelands. Direkt am Stall findet ihr Paen und Harlow. Die beiden sprechen darüber, dass Zeldas goldenes Pferd abgehauen ist. Und natürlich haben wir die Ehre, das goldene Pferd nun zu suchen und zurückzubringen. Der einzige Hinweis ist, dass es in nördlicher Richtung abgehauen ist. Damit startet dann auch die Episode Zeldas goldenes Pferd. Ihr findet Zeldas goldenes Pferd in Hebrae bei meiner Markierung beim Nord-Tabanta-Schneefeld. Verwendet am besten den Turm in der Nähe, dann könnt ihr ohne Probleme auf dem goldenen Pferd landen. Wie ihr schon seht, ist Zeldas goldenes Pferd nicht zu übersehen. Das Pferd lässt sich dann auch schon mit 1¼ Ausdauerringe zähmen. Habt ihr Zeldas goldenes Pferd gezähmt, dann reitet mit ihm zurück zum Stall des Schneelands. Den Kriok in der Nähe könnt ihr einfach ignorieren. Falls er euch entdeckt, dann gebt ein bisschen Gas. Beim Stall sprecht jetzt erneut mit Paen. Zum Dank für die Hilfe erhaltet ihr jetzt nicht nur Zeldas goldenes Pferd, ihr bekommt auch noch das Königszaumzeug und den Königssattel von Harlow. Damit wäre dann auch schon die Episode Zeldas goldenes Pferd erledigt. Die Werte von Zeldas goldenem Pferd sind 4 Stärke, 4 Tempo, 3 Ausdauer, 2 Zugkraft und ein ruhiges Temperament. Bei Zeldas goldenem Pferd könnt ihr auch wieder einen alternativen Sattel oder ein Zaumzeug ausrüsten. Auch lässt sich die Mähne von Zeldas goldenem Pferd ändern. So, kommen wir jetzt zum letzten und ebenfalls neuen Pferd, und zwar Lives Pferd Pünktchen. Live ist der ältere Mann am Pferdestall beim Spähposten. Damit ihr Pünktchen erhalten könnt, müsst ihr mindestens 2 der 4 Hauptmissionen von Untersuche die 4 Regionen abgeschlossen haben. Nach der ersten Hauptmission benötigt Live und Torda eure Hilfe beim Spähposten. Hier müsst ihr lediglich ein Brett auf dem Pferdestall platzieren und so schaltet ihr auch schon den Stall beim Spähposten frei. Habt ihr die zweite Hauptmission abgeschlossen, dann sprecht nun mit Live beim Stall des Spähposten. Er erzählt, dass sein geliebtes Pferd Pünktchen weggelaufen ist. Auch hier dürfen wir uns mal wieder darum kümmern, das Pferd zurückzuholen. Damit startet dann auch die Nebenaufgabe, wo ist mein Pferd? Ihr findet Pünktchen ganz in der Nähe südwestlich beim Spähposten. Verwendet hier auch wieder den Turm und schießt euch in die Luft. Pünktchen erkennt ihr ebenfalls sehr gut aus der Luft, naja, an den vielen Punkten. Landet etwas besser auf dem Pferd als ich, aber mit nur einem Ausdauerring habt ihr Pünktchen dann auch schon gezähmt. Reitet mit Pünktchen nun wieder zurück zum Spähposten und sprecht mit Live. Im Grunde war er eigentlich froh, dass Pünktchen wieder in freier Wildbahn leben konnte, aber wenn wir uns um Pünktchen kümmern, dann würde es ihn ebenfalls freuen. Damit wäre dann auch die Nebenaufgabe Wo ist mein Pferd abgeschlossen. Registriert Pünktchen nun direkt bei Live und nennt es natürlich Pünktchen, ist doch klar.
Die Werte von Pünktchen sind 4 Stärke, 3 Tempo, 3 Ausdauer, 2 Zugkraft und ein ungestümes Temperament. Bei Pünktchen könnt ihr auch wieder einen alternativen Sattel oder ein Zaumzeug ausrüsten. Auch lässt sich die Mähne von Pünktchen ändern. Tja, und damit wären wir auch durch. Jetzt habt ihr alle 6 besonderen Pferde in Zelda Tears of the Kingdom erhalten. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!